Herzlich willkommen. In diesem Slidecast beschäftigen wir uns mit einem Messverfahren aus der Sozialpsychologie, dem impliziten Assoziationstest. Sie lernen, was ein impliziter Assoziationstest ist und wie er üblicherweise abläuft. Außerdem lernen Sie den Ursprung des Tests und heutige Anwendungsgebiete kennen. Um zu verstehen, wofür man einen impliziten Assoziationstest überhaupt benutzt, schauen wir uns erstmal ein Beispiel aus dem Arbeitsalltag von Max und Erika an. Max und Erika arbeiten beide in der Marketingabteilung der X GmbH. Ihr Abteilungsleiter war lange Zeit Herr Mustermann. Er genoss bei allen Mitarbeitenden ein hohes Ansehen und die Zusammenarbeit funktionierte immer reibungslos. Als Herr Mustermann schließlich in Rente ging, wurde sein Posten neu besetzt. Seitdem leitet Erika die Abteilung. Natürlich wird die neue Leitung im Kollegenkreis diskutiert. Die Entscheidung, dass Erika nun Abteilungsleiterin ist, findet bei den Mitarbeitenden allgemeine Zustimmung. Auch Max äußert sich in Gesprächen mit Kolleginnen und Kollegen positiv zur neuen Abteilungsleitung. Erika hat allerdings einen anderen Eindruck. Sie fühlt sich von Max nicht in ihrer neuen Rolle akzeptiert und bemerkt, dass er oft nach eigenem Ermessen handelt, ohne Entscheidungen vorher mit ihr abzustimmen. Max' Verhalten gegenüber Erika und seine Äußerungen über Erika als Abteilungsleitung passen also nicht zusammen. Was ist der Grund dafür? Neben der expliziten, bewussten Einstellung gibt es auch noch eine implizite Einstellung, die ohne die Beteiligung bewusster Gedankengänge entsteht. Max hat unbewusst eine negative Einstellung gegenüber jungen Führungspersönlichkeiten und stellt somit auch Erikas Kompetenz als Abteilungsleitung in Frage, ohne dass er es selbst bemerkt. Eine implizite Einstellung ist also eine Tendenz, Personen oder Situationen positiv oder negativ zu bewerten und kann Urteile und Verhaltensweisen beeinflussen. Weil sich Personen ihrer impliziten Einstellung nicht bewusst sind, kann man sie nicht wie explizite Einstellungen auf direkte Art, zum Beispiel mit Interviews oder Fragebögen, messen. Um implizite Einstellungen sichtbar zu machen, ist ein indirektes Messverfahren notwendig. Zu diesem Zweck wurde der implizite Assoziationstest entwickelt. Bei diesem computerbasierten Test werden den Testpersonen auf dem Bildschirm Reize in Form von Wörtern oder Bildern dargeboten. Diese Reize sollen die Testpersonen mithilfe von Tasten jeweils rechts und links auf der Tastatur möglichst schnell und fehlerfrei kategorisieren. Standardmäßig gibt es dabei 5 Durchgänge. Im ersten Durchgang sollen die dargebotenen Reize 2 entgegengesetzten Eigenschaften, also zum Beispiel positiv oder negativ, zugeordnet werden. Erscheint ein positives Wort, sollen die Testpersonen mit der linken Taste reagieren, erscheint ein negatives Wort mit der rechten. Im zweiten Durchgang müssen die Reize dann 2 Zielkonzepten, zum Beispiel männlich oder weiblich, zugeordnet werden. Erscheint ein männlicher Name auf dem Bildschirm, reagieren die Testpersonen mit der linken Taste, erscheint ein weiblicher Name, reagieren sie mit der rechten. Der dritte Durchgang ist eine Kombination aus den beiden vorangegangenen Aufgaben. Erscheint ein positives Wort oder ein männlicher Name, drücken die Testpersonen die linke Taste. Erscheint ein negatives Wort oder ein weiblicher Name, drücken sie die rechte Taste. In Durchgang Nummer 4 sind die Zielkonzepte vertauscht. Bei einem weiblichen Namen klicken die Testpersonen nun links und bei einem männlichen Namen klicken sie rechts. Zu guter Letzt kommt noch einmal eine Aufgabe, in der Eigenschaft und Zielkonzept in vertauschter Reihenfolge kombiniert sind. Immer wenn die Testpersonen auf dem Bildschirm ein positives Wort oder einen weiblichen Namen sehen, reagieren sie jetzt mit der linken Taste. Immer wenn sie ein negatives Wort oder einen männlichen Namen sehen, reagieren sie mit der rechten Taste. Ziel des ganzen Testverfahrens ist es, die Assoziationsstärke zwischen verschiedenen Gedächtnisinhalten zu messen. Dabei wird als Grundannahme vorausgesetzt, dass Gedächtnisinhalte in assoziativen Netzwerken organisiert sind. Außerdem wird angenommen, dass Testpersonen bei den Kombinationsaufgaben schneller reagieren, wenn in ihrem Gedächtnis bereits eine Assoziation zwischen den kombinierten Reizen besteht. Sprich, wenn die Kombination aus Eigenschaft und Zielkonzept, die derselben Taste zugeordnet sind, kongruent mit der impliziten Einstellung ist. Bei der Auswertung des IAT werden daher die Reaktionszeiten der Testpersonen in verschiedenen Durchgängen analysiert. Besonders interessant sind dabei die beiden Kombinationsdurchgänge. Davon ausgehend, dass schneller auf Kombinationen reagiert wird, die mit den im Gedächtnis verankerten Assoziationen übereinstimmen,
Lässt die Differenz zwischen den Reaktionszeiten in diesen beiden Durchgängen Rückschlüsse darauf zu, welche impliziten Einstellungen Teilnehmer haben und wie stark diese Assoziationen sind? Erstmals publiziert wurde der IAT von Greenwald, McGee und Schwarz im Jahr 1998. In ihrem Artikel stellen sie drei Experimente mit jeweils unterschiedlichen Testpersonen und Zielreizen vor. In jedem Experiment wurden bei den Testpersonen sowohl ein IAT als auch verschiedene explizite Einstellungsmessungen vorgenommen. Für eine detaillierte Beschreibung des Experimentes können Sie sich die Originalveröffentlichung anschauen. Sie ist als PDF im Netz verfügbar und auch direkt über den eingeblendeten QR-Code abrufbar. Wir widmen uns jetzt direkt den wichtigsten Ergebnissen und Schlussfolgerungen aus der Studie von Greenwald, McGee und Schwarz. Den Autoren zufolge ist der IAT dazu geeignet, automatische Assoziationen zu registrieren. Sprich, er ist in der Lage, implizite Einstellungen zu messen. Des Weiteren zeigen die Ergebnisse, dass der IAT und die expliziten Einstellungsmessungen kaum korrelieren. Die Autoren folgern daraus, dass implizite und explizite Einstellungen zwei grundlegend verschiedene Konzepte sind. Eine weitere wichtige Schlussfolgerung ist, dass die IAT resistent gegen soziale Erwünschtheit, also die Tendenz von Personen, so zu antworten oder zu handeln, dass sie bei anderen möglichst auf Zustimmung stoßen ist. Daher wird angenommen, dass der IAT insbesondere wertende Einstellungen zu sensiblen Themen besser sichtbar machen kann als explizite Messverfahren. Zum Beispiel äußern die meisten Menschen Vorurteile gegenüber sozialen Minderheiten eher nicht offen. Daher können sie durch Interviews oder Fragebögen nicht optimal erfasst werden. Beim IAT ist es allerdings kaum möglich, bestehende Assoziationen willentlich zu verbergen, zumal den Testpersonen die Absicht des Tests im Vorhinein meistens nicht bekannt ist. Auch aktuell wird der IAT vielfach in der Forschung eingesetzt. Das Anwendungsgebiet ist dabei breit gefächert. Neben der Messung von Stereotypen und Vorurteilen gegen sozialen Minderheiten wird er auch dazu genutzt, um Einstellungen zu einer Reihe von anderen Themen, Suchttendenzen oder das Selbstbild oder die Motivation von Probanden zu erfassen. Sie haben in diesem Slidecast gelernt, was der IAT misst, wie er im Standardtestverfahren abläuft, auf welchen Annahmen er basiert, wo er seinen Ursprung hat und was heutige Anwendungsfelder des IAT sind.